1944. My mission? Kill all high-ranking officers. Find out what Operation Kraken is really all about. Next could change the course of the war. Moin zusammen, weiter geht's mit Sniper Elite 5. Die Luftabwehrstellung und Jan Trautmann haben wir ausgeschaltet. Und wir rücken natürlich weiter vor. Ich würde sagen, über rechts, dann nach links in den Ort rein. Scharfschützen sind hier in den Türmen irgendwo drin. Einen hatte ich ja eigentlich schon, der wird allerdings nicht mitgezählt. Jetzt entschärfen wir erstmal die Sprengladung an den Brücken. That's one. Now for the other. Explosives disarmed. Fireworks today. Now the Rangers can move up and fortify the area. Neues Ziel. Töte die Scharfschützen, die die westliche Brückwelt verteidigen. Ein Scharfschützen ist auf dem Kirchturm postiert. Ja, machen wir auf jeden Fall. Doch vorher. Na komm. Vorher sichern wir natürlich den Bereich hier. Kisten. Ach, guck mal, ja, wenn die Leichen hier noch liegen, können wir sie in die Kisten packen. Tatsächlich sind die noch hier. No more to find here. Tragen. So viele Tellerminen. Standardgewehr voll. Tellermin voll. So, alle noch unten. Sehr fein. Auf dem Boden. Na, guck mal runter da. Und? Bam! Der ist kaputt. Was sehe ich da? Ach, okay, ein Laster. Oh, Binga, guck mal hier. Steht einer unten drin. Den Turm ist auch schon keiner mehr drin. Aber von hier, 340 Meter. Durch den Rauch durch, ne? Treffen wir trotzdem. Ziel aktualisiert. Scharfschützen 1 von 3. Die Frage. Bereit zum Ertönen. Lautsprecher dort hinten. Ist die Frage natürlich, wo sind die anderen Scharfschützen? Ja, die finden wir schon. Na, guck mal, die Kiste hast du fast getroffen, Junge.
weg. Und der letzte. Was haben wir da Schönes? Verbände, TNT, naja. Der Panzer ist ja immer noch da hinten. Nothing else. Gut, den bringen wir auch noch in eine Kiste. Ich habe eine kleine Idee. Wir schießen ihn von hier mit Panzer brechend auch noch mal ins Heck. Distanz 116. Stört den nicht. Der Turm ist immer noch aktiv. Panzerung zwischen den Auspuffen nur anfällig für panzerbrechende Munition oder hochexplosiven Sprengstoff. Alles sauber. Dann schaue ich vom anderen Turm auch nochmal. Gut, hier sind wir durch. Häuser durchsuchen, nächste Werkbank finden. Vielleicht finden wir hier irgendwie nochmal einen Panzerschreck, dann kann ich da nochmal hoch. Geht's hier raus? Nein, geht's nicht. Sounds like the Nazis have the bridge rigged to blow. Need to find and defuse the explosives before they cut off our advance. Ah, auch kein TNT und nix hier. Sabotieren, Geräuschmaskierung. Ups. Okay, da kommen wir schon mal nicht rein. Auf den Turm. That's all. Standardgewehr. Keiner im Bunker.
Da ist ein Minenfeld, okay. Nochmal auf die Panzer brechen da. Da haben wir was. Der brennt. Na endlich, Alter. Alles sauber. Panzerjäger, zerstöre einen Panzer. Der hat aber auch ausgehalten. So, dann schauen wir uns nochmal auf diesem Turm hier um. Hier an die Kreuzung. Nochmal irgendwie zwei Tellanin. Ah, komm, was soll der Geiz? Da ist die zweite, hier kommt die dritte hin. TNT in die Mitte. So, und weiter geht's. Nochmal eine Kiste zum Leichen verstecken. Standard-Gewehrmunition. Das ist ein Wasserfall, Wassermühle oder sowas. Da läuft doch jemand. Okay, weiter. Rüber zur Wassermühle. Na komm, durch da. Leiche gefunden, wo das denn? Da oben, okay. Ach. Kraxelt gerade einer durch den Schützengraben anscheinend. Stemmeisen aufbrechen. Ach, wenn das mal nicht eine zweite Werkbank wird hier. Granaten. Qualitätsmunition gegen nicht tödlich eintauschen. Was ist denn Qualitätsmunition? Panzerbrechen wahrscheinlich. MP, nicht tödlich. Granaten sind voll. Flaschen voll, Schützenminen voll. Attrappen hört sich irgendwie auch so gut wie gar nicht. Versteckte Gegenstände, okay, da haben wir was gefunden. Panzerbrechen gegen nicht tödlich. Gewehr nicht tödlich, nehme ich einfach mal. Werkbank, MP, Lautstärkenvorteile. Da schauen wir doch auch direkt mal rein. Schafft. Verbessert Beweglichkeit, Nachladetempo, schwierigere Kontrolle. Schafft Entfernung. Ne, wer macht denn sowas? Nee, nee, nee. Ja. Alright, new gear. Should make the job easier. Okay. Nein, hoch.
Geräuschmarkier. Und da muss ich, glaube ich, auch nochmal hoch. Zu den beiden Hütten. Komme ich hier durch den Fluss oder laufe ich komplett hinten rum? Da ist doch jemand. Dominik Ofner hofft, dass keiner der Einheimischen hier im Kreuzfeuer verletzt wird. Oh Mensch, ein Nazi mit gutem Herz. Ich habe ihn gefunden. Ich würde hier gern übers Wasser. Und die Beine in die Hand. Und rüber hier. Und hoch den Hügel. Und über den Zaun. Und irgendein Kack-Sniper. Hab ich dich. There's the second sniper. War ich hier schon? Ja, doch, ich glaube, ich war hier schon. Nur nichts gesehen hier. Third sniper confirmed. Let's finish this. Okay, da war die Mühle, ne? Nicht tödliche. Die machen wir jetzt alle. Alter, was ist denn das? Bewusstlos. Drei Schuss für einen Gegner, ey. Peinlich. Aber... bewusstlos. Ich weiß nicht, ob die wieder aufwachen. Der ist alarmiert hier, oder was? Shit, haben sie doch rausbekommen, wo ich bin. Nächstes Haus. Guck mal, hier geht's auch nach oben. Die Rache ist nahe. Brief gefunden. Okay, ja, da unten kommen die Gegner angerannt. Lass mich hier raus.
Eins. Zwei. Komm ans Fenster. Aber der ist nicht doof. Sehen auf jeden Fall nicht. Rein in den Schützengraben. Alles sauber. Ich weiß natürlich nicht, ob die wieder aufwachen da. Target's not dealt with yet. Making progress, though. I'm closer to getting the job done. Still gotta finish the job. Guess I grabbed everything useful. Einer muss hier noch sein. Verbergen. Da ist hier noch ein dritter. Da ist er. Guck mal hier. Der ist nämlich auch bewusstlos. Den nehme ich jetzt mal mit. Und schmeiß den Bewusstlosen in die Kiste. Mal gucken, was passiert. Passiert nicht wirklich viel. Ich falle Granate, will er nicht. So, dann gehen wir hier mal irgendwie rein ins Haus. Da ist auch einer, der pennt. Ich komme hier nicht rein ins Haus. Da geht's rein ins Haus.
two down. Just one left. Rifle. Missing a scope. I can work with that. Yep, weggeschmissen. Was machst du denn da? Rüber. Und loslassen. Sehr schick. An den Häusern vorbei, rauf und rüber über den Zaun. Nein, einmal reicht, danke. Ist schon der nächste Soldat unterwegs. Attrappe voll. That's both bridges secure. It's crossing guards now. Nazis won't be able to take it back without a fight. Okay, untersuche die östliche Brücke. Haben wir ja schon. Da. Guck mal hier. Bewusstlos machende Munition, ey, also mal ehrlich. Nichts gesehen. Mist, ich hab doch... Ich war der Meinung, ich hätte so gezielt, dass der andere Schuss ihm auch noch in die Wange hätte schlagen müssen. Naja. Keine verwertbaren Sachen dabei. Das war mal ein bisschen aggressiver vorgehen hier. Standard voll. Sehr fein. Okay, würde ich sagen, wir machen hier nochmal eine kleine Pause. Viel Spaß weiterhin, bis gleich. Und ciao.